Hallo, einen wunderschönen Donnerstagabend wünsche ich. Hier sind wieder die Berichte aus aller Welt. Die Honigmann-Nachrichten vom 1. September 2016 mit der Nummer 915. Niemengen. Wie und wann beginnen Säuglinge zu kommunizieren? Einer Studie zufolge schon mit 8 Monaten in Form kommunikativer Aktionen. Die Kleinen strecken sich eher nach Spielzeug außer Reichweite, wenn ein Erwachsener anwesend ist, als wenn sie allein sind. Sie vermitteln damit offenbar die Botschaft: Gib mir. Es handele sich demnach um eine frühe Form der Kommunikation. Die Beobachtung, dass die Säuglinge das soziale Strecken auch bei der unvertrauten Person zeigen, belege, dass es sich nicht nur um ein Verhalten handelt, das nur aus der sicheren Atmosphäre der Elterngegenwart entsteht. Sechsfachimpfung. Kinder sterben nach einer Impfung und dennoch sieht sich Big Pharma keinesfalls veranlasst, daran auch nur irgendein Problem zu sehen. Trotzdem wird uns weisgemacht, dass man sei um unsere Gesundheit besorgt. Naja, das ist ja das, was die Menschen eben nicht verstehen. Seit Einführung der beiden Sechsfachimpfstoffe Hexavac und Infanrixhexa im Herbst 2000 sind EU-weit 5 Kinder innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung verstorben, berichtete das Arznei-Telegramm. Die verstorbenen Kinder waren 4, 5, 17 und 23 Monate alt. Alle galten als gesund. Deswegen bin ich sowieso ein Freund vom Impfen, ein ganz besonderer. Die Kinder werden alle gesund zur Welt gebracht, die meisten zumindest. Vermutungen, dass Risikofaktoren wie Krampfleiden in der Familie als Auslöser dafür anzusehen sind oder es sich um plötzlichen Kindstod handeln könnte, lassen sich nicht belegen. Die EMEA sieht trotz der Todesfälle keinen Anlass für eine Neubewertung der beiden Vakzinen. Das Arzneitelegramm teilte diese Meinung nicht und rät, bis zur Klärung auf bewährte, weniger relevante Impfstoffe zurückzugreifen. Das sollte man im Allgemeinen überhaupt lassen, meiner Meinung nach. Crash-Banken. Laut CNBC bereiten sich die Banken weltweit auf einen wortwörtlich ökonomischen nuklearen Winter vor. Diese äußerst krasse Umschreibung dürfte angesichts des Chaos beispielsweise bei den europäischen Banken angemessen sein. Italiens Banken stehen vorm Zusammenbruch. Deutsche Bank oder Credit Suisse haben mit massiven Problemen wie Kurseinbrüchen, Klagen, Derivatehandel und so weiter zu kämpfen. Auch die Royal Bank of Scotland hat allein seit 24. Juni 30% ihres Börsenwertes verloren. Nach Informationen eines anonymen Großbankbankers schrieb CNBC weiter, dass Finanzdienstleister eine Strategie entwickelt haben, die den schlimmsten anzunehmenden Fall in Betracht zieht, der bis Jahresende eintreten könnte. Die Banken sind jetzt auf alles vorbereitet. Kann es sein, dass dem Aktienmarkt demnächst die Luft abgelassen wird? In Konzert mit einer Zinserhöhung der Fed? Klimalüge VSA. Als der Dokumentarfilm Eine unbequeme Wahrheit vom ehemaligen VS-Vizepräsident Al Gore 2006 herauskam, um die Menschen über eine unmittelbar bevorstehende Klimakatastrophe in Panik zu versetzen, fragte ich mich, wer hat das Geld für dieses teure Lügenmärchen zur Verfügung gestellt? Das ist eine sehr gute Frage. Jetzt wissen wir es wegen der Veröffentlichung der gehackten Soros-Mails, die durch DC Leaks Soros mit seinem Open Society Institute bestach Al Gore mit $10 Millionen pro Jahr, die Klimalüge zu fabrizieren, dabei völlig überrissene Behauptungen aufzustellen, das Klima würde sich durch den menschengemachten, vor allen Dingen so ein Irrsinn, dass die Menschen das überhaupt glauben, CO2-Ausstoß erwärmen. Jetzt sind 10 Jahre vergangen, keine einzige schlimme Prognose aus dem Machwerk ist eingetreten. Ja. Wie bei allen Hollywood-Filmen, die gezielt genau diese Sache alle beschreiben. VSA Hacker Reuters. Im Juni berichtete die Sicherheitsfirma CrowdStrike, die von der Demokratischen Partei beauftragt wurde, den Einbruch in die DNC-Computernetzwerke zu untersuchen, dass es mutmaßlich 2 bereits bekannte russische Hackergruppen gewesen seien. Fancy Bear und Cozy Bear sollen es nach den ermittelnden und hochentwickelt bezeichneten Methoden und Werkzeugen gewesen sein. Erstere soll für den russischen Militärgeheimdienst GRU, letztere für den FSB arbeiten. Kurz darauf meldete sich aber ein Hacker namens Guzifer 2.0, der es gewesen sein will, ganz alleine. Der meinte, es sei für
CrowdStrike viel einfacher, mächtige ausländische Geheimdienste zu beschuldigen, als einräumen zu müssen, dass es sich nur um einen einzelnen Hacker handelt. Washington, Neu-Delhi. Die USA und Indien unterzeichneten am Montag einen Logistikvertrag, der es ihren Streitkräften ermöglicht, die Militärbasen des jeweils anderen für Reparaturen und die Nachschubversorgung zu verwenden. Nur wenige Wochen zuvor hatten die USA während eines Washington-Besuchs des indischen Premierministers Modi Indien zum wichtigen Verteidigungspartner ernannt. Die Vereinbarung vom Juni werde die Logistik bei gemeinsamen Operationen sehr viel einfacher und effizienter machen, sagte US-Verteidigungsminister Carter auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem indischen Verteidigungsminister Parrikar im Pentagon. Havanna, Washington. Ab Mitte dieser Woche werden regelmäßige kommerzielle Flüge zwischen Kuba und den USA aufgenommen. Der Erstflug wird von der US-Fluggesellschaft JetBlue zwischen Fort Lauderdale in Florida und Santa Clara in Zentralkuba durchgeführt. Solche regelmäßigen Direktflüge zwischen beiden Ländern waren seit August 1961 unterbrochen worden. Brasilia. Brasiliens Präsidentin Rousseff ist des Amtes doch enthoben worden. Der Senat in Brasilia votierte mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit für die Absetzung der ersten Frau an der Spitze des fünftgrößten Landes der Welt. Nach dreitägiger Debatte haben 61 Senatoren für die Amtsenthebung gestimmt, 20 waren dagegen. Na, das sind auch mit Sicherheit wieder andere Kräfte am Spiel gewesen. Und wer sich dennoch getraut hat, dann schauen wir mal, was mit denen dann passiert. Mit den 20, die dagegen waren. Syrien. Russland hat die Bereitstellung eigener Bodentruppen in Syrien bei den Vereinten Nationen angeregt. Nach Gesprächen mit der syrischen Armee und lokalen Journalisten in Aleppo berichtete Al-Masdar, dass zahlreiche russische Soldaten die Stadt erreicht hätten. Hamadan, Iran, Russland. Staatschefs und westliche Medien wurden durch die Einrichtung einer russischen Militärbasis im Iran aus der Fassung gebracht. Das darf immer nur einer wahrscheinlich auf diesem Planeten. Es ist möglich, dass die Bereitstellung der schweren russischen Bomber auf dem Militärflugplatz Hamadan verschoben wurde, bis alle 5 Bataillone der am 15.04.2015 an den Iran gelieferten russischen Langstreckenflugabwehrraketen einsatzfähig sind und ihre Besatzungen die Ausbildung mit scharfer Munition beendeten. Eines der 5 Bataillone der S-300-Raketen wurde nahe von Teheran weniger als 100 Kilometer von der Basis in Hamadan geortet. Die russischen Bomber auf dem Boden werden daher durch iranische S-300-Raketen beschützt. Türken, Iran. 42 türkische Abgeordnete des iranischen Parlaments haben am 24. August einen Brief an den iranischen Präsidenten Rouhani gesendet. Darin fordern sie die seit Jahren ausstehende Einführung von Aserbaidschan-Türkisch als Sprache und ihre Literatur in Grund- und Sekundärschulen. Brauchen sie dann auch noch dort im Iran, klar. China, Syrien. Obwohl der Besuch in Syrien von Admiral Guan, dem Chef der neuen chinesischen Behörde für internationale militärische Zusammenarbeit, im Rahmen einer Kontaktaufnahme mit den Ländern der gesamten Region stattfindet, versetzte er doch dem Westen in Besorgnis. Dem unterzeichneten Vertrag zufolge hat das chinesische Heer es zunächst nur übernommen, syrisches Militär in China im Sanitätsdienst auszubilden. Allerdings hat jeder gut verstanden, dass sich dahinter anderes verbirgt. Denn die Hälfte der Militärärzte wird schon seit 4 Jahren in China ausgebildet. Obgleich nicht bekannt ist, was wirklich beschlossen wurde, markiert allein die Existenz dieses Vertrages einen Strategiewechsel. Tokio. Angesichts der Olympischen Sommerspiele 2020 in Japan will die Regierung im Parlament ein neu reformiertes Gesetz zur Terrorbekämpfung einbringen. Darin solle gegen organisiertes Verbrechen hart vorgegangen und jegliche terroristische Verschwörung, selbst in der Planung, mit Strafe bedacht werden, so der Regierungssprecher. Moskau, Ankara, Teheran. Auf der wöchentlichen Pressekonferenz des russischen Außenministeriums kommentierte die Sprecherin Sacharowa am Mittwoch die türkische Militäroperation in Nordsyrien. Sie unterstrich die Notwendigkeit, das internationale Recht zu befolgen und mit der syrischen Regierung zu kooperieren.
Wir rufen unsere türkischen Partner auf, einen selektiven Ansatz bei der Auswahl der Ziele für die Antiterrorismusoperation zu befolgen und Angriffe auf die Einsatzgebiete der Opposition sowie ethnischen Gruppen zu vermeiden, einschließlich der syrischen Kurden, die auch gegen den IS kämpfen. Sie betonte zudem, dass die wichtigste Aufgabe die Bildung einer gemeinsamen Front mit allen beteiligten Parteien und der Kampf gegen die terroristische Bedrohung ist. Auch der Iran zeigte sich besorgt über den türkischen Angriff. Was das für ein Spiel ist, das wissen wir auch noch nicht so genau. Na, schauen wir mal. Russland. Die russischen Hyperschallraketen werden laut dem Experten der dänischen Militärakademie Marup zum ernsthaften Problem. Selbst für die VS-Raketenabwehrsysteme, das als eines der vollkommensten in der Welt gilt. Mithilfe der Hyperschallraketen kann sehr schnell jedes Ziel an jedem Ort der Welt getroffen werden. So schnell, dass diejenigen, die gewöhnlich zur Abwehr eines Raketenangriffs bereit sind, dies nicht schaffen, äußerte Marup. Hyperschall ist eine Geschwindigkeit über 5 Mach. Die einzige Waffe, die Hyperschallziele vernichten kann, ist der russische Flugabwehrkomplex S-500 Prometei, dessen Tests für 2016 geplant sind. Moskau. Russland baut seine Rolle als attraktiver Wirtschaftspartner aus. Die russische Regierung plant jetzt, wie aus Kremlkreisen verlautete, Freihandelsräume mit insgesamt 12 Ländern außerhalb der Eurasischen Wirtschaftsunion. Angestrebt werde eine sehr weitgehende Liberalisierung im Bereich des Handels mit Waren und Dienstleistungen sowie bei der Investitionskooperation. Kiew, Washington. Die Ukraine beruhigt die internationalen Gläubiger und versichert, die aktuell fälligen Schulden bezahlen zu können. Die Regierung in Kiew braucht dazu allerdings den IWF, dem Kiew schwört, die versprochenen Reformen nun auch umsetzen zu wollen. Das Geld des IWF fließe nicht in den Haushalt, sondern in die Nationalbankreserven. Die Lügen ohne rot zu werden, das ist schon der Hammer, was der Westen sich leistet. Irland, EU. Man mag zu den Steuerpraktiken Apples und auch Irlands stehen, wie man will. Die Frage ist doch, darf Brüssel in solchen Sachen intervenieren und Vorschriften machen? Der Vorgang könnte der letzte Sargnagel für die EU sein. Den Iren kann man nur noch anraten, die EU ebenfalls zu verlassen. Wahrscheinlich werden sie dies auch tun. Brexit lässt grüßen. Italien, EU. Das Wall Street Journal schrieb, dass das Referendumergebnis im Oktober über die Verfassungsreformen wichtiger als der Brexit sei und die politische Zukunft des italienischen Pro-Brüssel-Premierministers Renzi beenden könnte. Auch andere internationale Medien befürchten, dass Italien als das schwache Glied des europäischen Wachstums mögliches Zentrum eines neuen politischen Schocks werden könnte, was die EU noch weiter schwächen würde. Mailand, Italien. Nun, da andere Migrantenrouten in den Norden geschlossen sind, konzentrieren sich die Migranten auf Mailand, was von der italienischen Presse beschrieben wird als eine Invasion mit tausenden Migranten und der Angst vor tausenden weiteren. Der Migrantenflaschenhals wird verursacht durch die neuerlichen Grenzkontrollen, was noch verschlimmert wird, weil die Migranten inzwischen die Hoffnung aufgaben, es bis nach Deutschland oder Schweden zu schaffen und sich nun mit Italien abfinden als finalem Ziel. Na, schauen wir mal. Also ich war heute unterwegs an einer Stelle, also zu 50% keine Deutschen. Da habe ich schon den Kopf geschüttelt. Zu 50%, halbe halbe. Das war schon der Hammer für mich. Calais. Monatelange Berichte über hinterhältige Angriffe muslimischer Migranten auf LKW und Autofahrer, die durch Calais kommen. Die Regierung und Sicherheitsbehörden machen nichts dagegen, obwohl die Bürger vor Ort entmutigt den Terror über sich ergehen lassen müssen. Nun scheint aber der Moment gekommen, in dem sie es nicht länger mit sich machen lassen wollen. Na Gott sei Dank. Kaletische Ladenbesitzer, Geschäftsleute, Landwirte und Polizeigewerkschafter haben sich vorgenommen, die Straße zum Hafen auf unbestimmte Zeit mit einer Menschenkette zu blockieren und sie sagen, dass sie nicht aufhören werden, bis das Dschungellager voller Migranteros, das inzwischen 10.000 Asylkriminelle beherbergt, völlig abgerissen ist.
Man muss nur wirklich Nein sagen lernen. Und dann, wenn es geht, geschlossen. Und auf die Bahnhofsklatscher eben eigentlich ein bisschen verzichten. Wolfsburg. Weil eine zunächst unbekannte männliche Person im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses randalierte, wurde Montagabend die Polizei alarmiert. Als sie eintrafen, begegneten sie einem Mann, der den Beamten den sogenannten Hitlergruß zeigte. Sie wollten die Personalien des Mannes feststellen. Erst nach mehreren Stunden in der Gewahrsamszelle gab der Mann Teile seiner Personalien bekannt. Danach dürfte es sich um einen 33-jährigen Libanesen handeln. Na, gucke da schau. Schwerin. Die unkontrollierte Masseneinwanderung hat in Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin zur Bildung regelrechter No-Go-Areas geführt, erklärte AfD-Landtagskandidatin Federau im Gespräch mit Kompakt-TV. Es gibt Gegenden, in denen ist man nicht mehr sicher, in denen mag man nicht mehr wohnen, so die 46-Jährige. Altengrabow, Sachsen-Anhalt, Brandenburg. Die Bundeswehr wird weiter auf Krieg vorbereitet. Ja, ist vielen klar. Und trotzdem kaufen die Leute einem das nicht ab. Das glauben die wirklich nicht. Habe ich heute wieder gehört. Das glaube ich nicht. Die sind sowas von, naja, degeneriert mittlerweile. Auf dem Truppenübungsplatz Altengrabow trainieren seit einer Woche 250 Artilleristen aus Münster den Kampfeinsatz mit Panzerhaubitzen, Mörsergranaten und Kampfhubschraubern. Erstmals seit Abzug der Sowjetarmee Anfang der 90er Jahre kommen hier wieder scharfe Waffen zum Einsatz. Und nicht nur da. Ich habe heute Morgen auch gelesen, dass in Bayern irgendwo jetzt wochenlang Hubschrauberübungen stattfinden. In Bayern auch. Deutschland, Nordosteuropa. Nicht nur Zugvögel fliegen im Herbst Richtung Süden. In den letzten Augusttagen haben sich viele Millionen Fledermäuse im Nordosten Europas auf den Weg gemacht. Ich habe übrigens heute den ersten Kranich auf dem Feld gesehen. Wie auf ein geheimes Kommando kommt es nachts zu der bisher wenig erforschten Wanderbewegung. Einige Arten legen Jahr für Jahr über 4000 Kilometer zurück. Doch für viele hunderttausend Fledermäuse ist das ein Flug in den Tod. Die Langstreckenflieger stürzen im Umkreis von Windkraftanlagen tödlich verletzt vom Himmel. Habe ich heute auch gesehen, definitiv in einigen Gemeinden große Schilder bzw. ja, Banner aufgespannt. Wir wollen keine Windkraftanlagen. Finde ich schon mal gut, es ist ziemlich mutig. Und sie hängen und bzw. stehen noch. Die gute Nachricht, mit einem Herzen voller Lob und Dankbarkeit kannst du dich in große Höhen erheben. Aber wie die winzige Lerche musst auch du vom Boden aus losfliegen. Diese Mühe musst du dir machen. Es muss nicht anstrengend sein, du kannst es freudig, unbeschwert tun. Warum zögern, wenn du durch Handeln dein Leben vollständig ändern kannst? Setz dir hohe Ziele, je höher, desto besser. Erwarte, dass die wunderbarsten Dinge geschehen, nicht in der Zukunft, sondern gleich jetzt. Und das sind immer so Sätze, die man definitiv auch sagen kann, immer in den Ist-Zustand, fertige Sätze, wie man es eben schon erleben könnte, einfach so sagen. Das ist eine Sache des Trainings. Und die zweite gute Nachricht, heilige Sehnsucht. Sag es niemand, nur den Weisen, weil die Menge gleich verhöhnet. Das Lebende will ich preisen, das nach Flammentod sich sehnet. In der Liebesnächte Kühlung, die dich zeugte, wo du zeugtest, überfällt dich fremde Fühlung, wenn die stille Kerze leuchtet. Nicht mehr bleibest du umfangen in der Finsternis Beschattung und dich reißet Neuverlangen auf zu höherer Begattung. Keine Ferne macht dich schwierig, kommst geflogen und gebannt und zuletzt des Lichts begierig bist du, Schmetterling, verbrannt. Und solang du das nicht hast, dieses, stirb und werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Und man glaubt, es kam von Johann Wolfgang von Goethe. So, und das war's mal wieder für heute. Wie immer bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen, fürs Zuhören, wünsche allen einen schönen Donnerstagabend. Denen, die sich da wieder versammelt haben, herzliche Grüße auch dahin. Und ansonsten liebe Grüße auch an alle anderen Zuschauer, Kommentatoren und so weiter und so fort. Und ein schönes Wochenende heute schon mal, denke ich, bis jetzt zumindest.
Also, ich verbleibe mit herzlichen Grüßen. Eure Biene vom Honigmann. Und tschüss.